Ja, soweit, liebe Zuschauer, die Dokumentation Aret, ein Völkermord. Eine Vorbemerkung noch zu der jetzt folgenden Phoenix-Runde. Sie haben es ja gesehen, die Dokumentation liefert Augenzeugenberichte, Aktenvermerke, Tagebuchaufzeichnungen in bisher nicht dagewesener Menge. Dokumentarische Belege des Völkermords, also Fakten, die niemand wegdiskutieren kann. Unsere Redaktion hat im Vorfeld der Sendung eine Reihe von Zuschriften bekommen, besonders von Türken, die hier in Deutschland leben, die uns im Zusammenhang mit dieser Sendung antitürkische Propaganda vorwerfen. Dies liegt uns fern. Phoenix hat niemals für oder gegen etwas Propaganda betrieben und wir werden das auch in Zukunft nicht tun. Wir sind auch nicht im juristischen Sinne Richter oder Ankläger. Das türkische Volk steht hier nicht am Pranger. Wir reden über Täter, über Verantwortliche, über Mitwisser, über Vertuscher, über Leugner und natürlich auch über die türkische Position. Gleichwohl wühlt das Thema Emotionen auf. Dies ist uns bewusst, in Armenien ebenso wie in der Türkei. Gerade für die türkischen Gäste hier im Studio ist es sicherlich keine einfache Sache, hier zu sein. Dennoch sind Sie gekommen. Vahittin Kaya, Sie sind der stellvertretende Bundesvorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland. Bei uns ist Ahmet Gulacsi, Büroleiter der türkischen Zeitung Hürriyet hier in Berlin, also Korrespondent hier in Deutschland. Bei uns ist İşhan Çiftçian, İşhan Çiftçian vom Zentralrat der Armenier in Deutschland. Zu Gast Karen Krüger, Redakteurin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und Professor Hermann Goltz von der Universität, von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Sie sind Armenienforscher und im Abspann war es auch gerade zu sehen, Sie waren wissenschaftlicher Berater bei dieser Dokumentation, die wir gerade gesehen haben. Herr Kaya, am Ende der Dokumentation haben wir die Tochter des ermordeten Journalisten Rand Dink gehört, die sagte, die Bevölkerung in der Türkei, die erhebt jetzt ihre Stimme und ich glaube, die Regierung hört diese Stimme, das Verlangen nach Wahrheit. Hört die Regierung in der Türkei diese Stimme, die von den Demonstranten, den 200.000er ausging? Erstmal muss man klarstellen, dass die Ereignisse 1915 bis 18, es ist eine dramatische Kapital ist, also dass es da viele Mitleid war von beiden Seiten, von armenischen Seiten, auch von türkischen Seiten, denke ich mal. In dieser Zeit, vier Jahre Erster Weltkrieg, diese Leid hätte man 10, 20 solche Filme inszenieren können von beiden Seiten. Mhm. Was bei den Filmen aber jetzt ein bisschen einseitig ist, wurde nur von der armenischen Seite die Sicht gegeben, von der türkischen Seite. Weil dieses Thema ist so strittig. Es gibt nicht nur die türkische Bevölkerung oder beziehungsweise Leute, die das nicht als Völkermord bezeichnen, sondern auch viele internationale angesehene Politiker und Wissenschaftler, auch Historiker, aber die sind leider bei diesem Film nicht zu Wort gekommen. Lassen Sie uns da gleich drauf kommen, Herr Gulacsi. Es sind ja sehr viele Dokumente in diesem, sehr viele Äußerungen, auch Akten durch die Schauspieler vorgetragen worden. Überzeugt Sie die Beweiskraft dieser Dokumentation? Das war ein sehr schwieriger Tag heute für mich. Ich war heute mit fast 30 ausländischen Kollegen in Sachsenhausen im KZ gewesen. Das war nicht vorgeplant für heute, das war vor 3, 4 Wochen geplant. Also das war ein Besuch dort und wie gesagt, ich war sehr betroffen, was ich dort gesehen und erlebt habe. Wir haben dort mit einem überlebenden Holländer gesprochen. Der hat uns über seine Leiden, was da überhaupt dort passiert hat, erzählt. Ich meine, ich war echt, also erschüttert. Selbstverständlich, solche Bilder sind auch schreckliche Bilder, die man einen Menschen betroffen macht. Das ist überhaupt nicht zu verteidigen, sowas. Aber Sie reden jetzt von dem, den Ereignissen 1915 bis 1918. So ist es. So ist es. Aber ich meine jetzt, Sie haben ja in Ihrem Moderation gesagt, dass das ein Dokumentationsfilm sei. Von einer Dokumentation erwarte ich normalerweise, dass das eine objektive Berichte auch zur Sprache gebracht werden. Wie auch der Kollege Kaya sagte, das war also für mich eine einseitige Darstellung, obwohl das nicht ihre Absicht war, das habe ich auch verstanden. Aber wie gesagt, das klang so wie ein Propagandafilm für mich. Das finde ich schade, dass man mit den Geldern, mit den GZ
Geldern der türkischstämmigen Menschen hier in der Bundesrepublik Deutschland also einen solchen Propagandafilm machen. Lassen Sie uns gleich, gut, das ist ein Kollege vom NDR, also Propagandafilm, ich sage schon mal, wir machen in den öffentlich-rechtlichen Sender keine Propaganda. Lassen Sie uns die Frage der Einseitigkeit und Objektivität noch sprechen. Herr Çiftçian, es tut sich ja etwas im türkisch-armenischen Verhältnis. Man plant jetzt, diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Wir haben es in dem Film auch gerade gesehen. Der türkische Präsident Gül war ja im vergangenen Jahr in Erivan zu Besuch gewesen. Haben Sie denn Hinweise, dass sich die Haltung der Türkei zum Genozid an den Armeniern ändert? Dass sich da was ändert? Das war ja auch Tenor des Beitrags gerade. Es gibt seit 5 Jahren Veränderungen in der Türkei. Nicht nur in der Türkei, sondern auch in den türkischen Gesellschaften weltweit. Das ist aber einerseits zu begrüßen, aber andererseits muss man ganz deutlich sagen und sehen, dass die türkische Regierung ihre Position bis heute überhaupt nicht geändert hat.